Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Im letzten Part sind wir in der verlorenen, der verborgenen Stadt angekommen. Ja, wir sind jetzt auf der Suche nach dem Verstoßenen. Ich habe wieder einen, dessen Geschichte wollen wir jetzt hören. Hallo, bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du es gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ishik. Und warum wurde er jetzt verstoßen? Weil er sich entschieden hat, Jäger zu werden? Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Albino-Wasserschwein, okay. Eine Krankheit von den Fremden. Kommt drauf an, was ist denn diese Krankheit von den Fremden, die du bekommen hast? AIDS? Ich glaube nicht, dass du das von den Fremden hast. Und wenn deine Frau das von den Fremden hat, dann hast du ein Problem. Hallo, Ishik. Wunderschöne Tiere, nicht wahr? Lamas. So sanft. Oder das wilde Guanaco in der Wildnis. Es wird gern gestreichelt. Die Götter mögen das. Sehen eher aus wie so Alpakas. Yay! So. Jo, wer bist denn du? Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, Ishik? Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Die Wachen drohen, aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Ja, mei, Kinder halt. Was hast du erwartet? Du kannst ihnen halt hier nicht eine Playstation geben, ne? So was habt ihr ja nicht. Und somit gibt es keine vernünftige Erziehung. Für eure Männer? Und so etwas wie YouPorn habt ihr nicht. Demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. So, gibt's hier denn noch was? Nee. Okay. Ist Trinity ein alter Kult oder was ist jetzt hier los? Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Lara. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein. Ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah, nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe X-Chels Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit.
Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene X-Chell mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, Ishik. Okay. Es gibt jetzt aber immer noch einen Verstoßenen. Lass mich raten, der letzte Verstoßene ist Pisco selber. Warte mal, kann man das nicht hier... Da. Der Jadewürfel, warte mal. Ich will aber auf die Karte mal. Jade. Ist okay. Wo bin ich? Hier, und jetzt ist aber nirgendwo mehr ein Verstoßener. Hä? Aber... Es gibt jetzt keinen Was ist denn diese Linie hier? Es gibt jetzt keinen Verstoßenen mehr. Bam, 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 bam. Ich sehe jetzt hier wenigstens keinen Verstoßenen mehr. Missionen, da. Was soll ich da jetzt noch machen? Banditen versorgen, ja gut, das habe ich alles gemacht. Ah, da ist jetzt noch einer. Ah, okay. Jetzt ist wieder einer da. Okay. Wie komme ich denn dann zu dem hin? Einmal so hier hoch. Ja, ich gehe schon in die richtige Richtung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schau, ich kann auch deine Sprache. Ich glaube. Hallo. Hallo. Du bist Lara, nicht wahr? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraika. Ich höre deinen Namen heute schon zum zweiten Mal. Die Kultisten reden über dich. Du hast die Säuberung eingeleitet. Den Schlüssel von Shakshel gefunden. Das habe ich. Oh, keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimac? Das Schicksal der Welt ist keine leichte Entscheidung. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimac? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimac? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Oh, ich kann kaufen? Ich kann was kaufen? Oh!
purpurne Jägerin. Diese Art wurde von der Händlerin mal getragen, als sie noch jünger war und weit weg von... Mehr Erfahrung vom Jagen. Effekte von Kondensationszeit länger. Aufstiegswerkzeug. Militärisches Gerät zum Seil wird zum schnellen Bewegen an Seil. Warte mal, das brauche ich. Hm, ein gutes Geschäft. Ja, ja, ich weiß. Behässeln ist es dies, mit dem der Schloss an Conquistador Schatztruhen öffnen kann. Oh. Her damit. Danke. Klingt danach, als ob ich es brauchen würde. Warte mal, dann kaufen wir das hier mal. Verkaufen wir das mal. Ein gutes Geschäft. Oh, das Jadeerz bringt Geld. Oh, das bringt Geld. Viel Spaß damit. Federn kann ich mal ordentlich was verkaufen. Danke. So. Viel Spaß damit. Komm schon. Ich kann mal ein bisschen was verkaufen. Viel Spaß damit. Dann habe ich viel zu viel. Hm, ein gutes Geschäft. Ah, kann man noch mal was verkaufen. Komm schon. Viel Spaß damit. Das brauche ich. Gut. Ja, das mache ich. Man kann hier so viel verkaufen und so viel Geld machen ein damit. Ein gutes Geschäft. So. Viel Spaß damit. So. Ein gutes Geschäft. Schon habe ich wieder Geld. Laservisier, den Zoom-Faktor plus Zielpointer, anwendbar für alle Gewehre. Viel Spaß damit. Vollautomatische Pistole, die Schaden für Feuerrate opfert. Die will ich eigentlich haben, aber das Geld habe ich nicht. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Will ich haben, aber das Geld habe ich nicht. Noch nicht. Werde ich mir aber auf jeden Fall holen. Hatte ich wenigstens vor. Ich habe sowieso mal vor, offscreen ein bisschen was hier zu erledigen. Und zwar ein bisschen zurück und mich ein bisschen umschauen, ob ich irgendwo was finde, was ich definitiv so mitnehmen will. Ein bisschen Ressourcen farmen halt, ne? Alles, wo man halt sagt, ja gut, sowas braucht man jetzt nicht dringend im Let's Play. So! Pisco! Erzähl! Pisco? Hast du schon mit ihnen gesprochen oder nicht? Ja, habe ich. Aber du siehst es noch nicht. Sie hatten alle Hoffnung. Du musst dich anstrengen, wenn du das Spiel gewinnen willst, Lara. Hoffnung ist das eine. Aber alle Verstoßenen sind in ihrem neuen Leben aufgegangen, trotz der Umstände. Sogar du, Pisco. Nun, ich bin der beste Patois-Spieler, den Patiti je hatte. Nicht schlecht für einen Toten. Ganz und gar nicht. Nochmal, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Gut gesagt, Lara. Und du bist bestimmt nicht tot? Taki glaubt, er hat verloren, weil er Pech hatte. Aber nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Das sehe ich jetzt. Was hältst du von Moreka, der Verstoßenen? Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ah, sie weiß viel über alles, Ishik. Sie hat wunderbare Sachen in ihrem Laden. Artefakte, die nur die Götter kennen. Ich weiß. Du hattest Glück, sie zu finden. Sie verlässt Paititi häufig, um ihr Inventar aufzustocken. Sie war die optimistischste. Aber natürlich. Bei uns in Paititi sagt man, wir alle erschaffen das Schicksal. Wir bestimmen nicht die Umstände, nur unsere Taten. Eine Lektion, die Taki noch lernen muss. Gut gespielt. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Okay. So, dann bringen wir mal die Würfel zurück. Da müssen wir lang. Okay. Da kann ich weiter runter. Sehr schön. Hier nicht. Nein, da nicht. Machaka, 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 machaka.
kann die Sprache von den Einheimischen hier schon voll gut. Komm und sieh dir meine Ware an. Oh, ich bin wieder bei dir. Hi. Würde mir ja gerne der Ware anschauen, aber was bringt's mir? Ich meine, ich habe das Geld nicht. Ich habe gerade das Geld nicht. Warte mal, kann ich dich... Verstärktes Messer. Wie kann ich das herstellen? Kann ich nicht sowas mal herstellen? Einfach verstärktes Messer. Komm schon. Warum nicht? Yo, ich habe was für dich. Ich habe deine Würfel, Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt. Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik. Ich glaube, der hat nicht wirklich was gelernt. Der kleine Bengel. Ich habe das Gefühl, er hat nicht wirklich was gelernt. So, jetzt gehen wir als nächstes Mal dahin, weil wir suchen jetzt nämlich die ganzen Überlebensverstecke ab. So, eins ist hier. Kann ich hier drüber klettern? Yes, das spart Zeit. Warte mal, wer bist du? Willst du mir irgendwas erzählen? Ich gehe den ganzen Weg zu ihm und er sagt, er will nicht handeln. Tja, dein Problem. Ich hätte nichts, was er will. Ja, wenn du nichts hast, was er will, dann ist es halt dein Problem, ne? So, hier kann ich... Nee, das ist da oben. Okay, das Überlebensversteck ist weiter oben. Kann man mit dir was kaufen? Warte mal. Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Onuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Du vertickst was? Ja, Tatsache. Kombat gefällt bei der Lady Krake. Das ist gut, das will ich machen, okay. Dann Messer-Upgrade! Wetzen Sie Ihr Messer, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Das erste Messer-Upgrade erlaubt es, Ihnen dicke Seile zu durchschneiden. Dadurch erhalten Sie die Ressourcen von Tieren. Will ich haben. Will ich sowas von haben. Das will ich noch, aber da reicht das Geld nicht. Aber wenn wir ein bisschen was verkaufen... Die Götter sind für uns. Bitte sehr. So, wir können nochmal ein bisschen was verkaufen. Komm schon. Zack. Sehr gut. Zack. Die Götter sind für uns. Und schon können wir es kaufen. Bitte sehr. Dankeschön. Kann mir noch bei irgendjemandem was kaufen? Mit dir nicht, mit dir habe ich ja schon geredet. Kann man hier also doch was kaufen? Okay. Das ist natürlich geil. Kann die Sprache von denen voll gut. Merkt ihr das? Ich bin wohl sowas wie ein Genie. Für Fremdsprachen. Hä? Ah, da ist es. Sehr gut. Okay. Gut, bei dem Händler war ich ja. Dann will ich mal zu der Schatztruhe. Also müsste ich da so hin, oder? Jawohl. Halt. Und natürlich will ich dann noch zum... Jawohl. Und natürlich will ich dann noch zum Camp. Da wahrscheinlich jetzt mal einiges zu erledigen hat. Warte mal, ich muss mal wohl doch so. Entschuldigung. Als ob ihr mich da nicht durchlassen würdet. Echt jetzt? Mein Gott. Fettarsch auf die Seite.
Jetzt bin ich da. Jetzt gibt's sowas wie Versammlungen nicht mehr. Ja, dann schwimmen wir halt drüber. Machen wir es halt so. Bin ich hier immer noch auf dem richtigen Weg? Ja, es sieht auf jeden Fall gut aus. Danke. Oh, was haben wir hier? Ja, gleich mal ein bisschen intelligenter werden. Geil. Ich und Edsley haben oft zusammen gespielt. Aber in letzter Zeit sehe ich ihn kaum. Ich verstehe das natürlich. Er hat wichtige Dinge zu tun. Wichtig für uns alle hier. Sir? Die Kiste? Ist die im Wasser? Ich glaube, diesem Wasser kann es sein. Die ist im Wasser und hier gibt es noch mehr. So. Da ist es. Sehr gut. Gleich mal ein bisschen lesen. Wunderbar. Sollen wir kurz Luft holen? Warte mal, wo ist jetzt die Kiste? Wie komme ich da hin? Da drinnen ist sie. Hä? Wie komme ich denn da rein? Wie komme ich da rein? Da, sie ist direkt unter mir. Wie komme ich denn da hin? Kann man hier hochklettern? Oh, da haben wir hier was. Sehr schön. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich da hinkommen soll. Oh, da haben wir hier wieder Geld. Ja, wunderbare, schöne Geldquelle. Hallo. Ich merke es auch schon, der Part ist auch schon wieder vorbei. Um Gottes Willen. Ich sollte mal ein Camp finden. Da mal vielleicht mal auf die Suche machen. Da unten ist die Kiste. Wie komme ich da ran? Vielleicht von der anderen Seite? Warte mal. Von hier ist aber nicht, oder? Nee. Warte mal, hier muss es doch irgendwo einen Weg dahin geben. Da ist was. Einmal ein Überlebensversteck. Habe ich jetzt Luft geholt? Ja. So, dann will ich jetzt mal so lang. Ja. Hä? Achso, ich muss draufbleiben. Sagt mir das doch einer. Oh ja. Da hat's geiles Zeug gegeben. Vor allem Geld. Sehr gut. Wir sind intelligenter geworden. Geil, wieder ein bisschen Kohle, oder?
Ja, können wir auch gleich mitnehmen. Wunderbar. Okay. Wo war denn das? Das war hier oben gleich. Schau mal, da komme ich ja gleich. Komme ich ja dann hier gleich so vorbei, oder? Da will ich auch noch rein, aber das auch erst beim nächsten Mal. Ja, da ist es doch. Geil. Okay. Dann 3 Fähigkeitspunkte. Sehr schön. Einmal wollen wir schlauer Fuchs, weil das die nächste Waffen-Upgrade-Stufe freischaltet. Gleichzeitig auf 3 erfasste Ziele. Ich glaube, das könnte gar nicht mal so verkehrt sein. Ich glaube, das will ich haben. Inventar. So. Okay. Bögen. Was kann ich denn jetzt hier machen? Ich könnte meinen Schaden verbessern. Und das mache ich dann natürlich auch. Und das kann ich noch nicht machen. Ist in Ordnung. Das habe ich noch nicht. Hier, ich könnte mein Gewehr verbessern. Aber mein Messer ist jetzt automatisch verstärkt. Okay. Sehr gut. Ich meine, ich muss es dann zusätzlich nochmal wetzen oder verstärken. Chromolilauf. Okay, das würde den Schaden nochmal erhöhen. Ich denke mal, das ist was ich haben will. Perfekt. Ich könnte eigentlich auch das hier mal ein bisschen verbessern. Ich meine, was ich habe, könnte ich benutzen. So, perfekto, perfekto, perfekto. So, dann haben wir da auch jetzt relativ viel hergestellt. Wunderbar. Und dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal, wir haben immer noch sehr viel zu tun. Was wird das hier nochmal? Oh, das könnte ich jetzt sicherlich auch schon lesen. Wir müssen hier noch so viel tun. Wir müssen noch schauen, Turm springen. Wir müssen noch schauen, dass wir irgendwo die Kondornester irgendwie finden. Sagen wir hier nochmal ein Überlebensversteck. Da ist ein Kondor nochmal. Also wir müssen uns hier auf jeden Fall noch ein bisschen umschauen. Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun, bevor es tatsächlich weitergeht. Oh, schau mal, hier gibt es Jade. Also ja, hier gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun, meine Freunde. Und das werden wir beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Kann sein, dass ich dann beim nächsten Mal vielleicht einen etwas überlangen Part mache. Wo wir das dann einfach mal alles erledigen. Ich glaube, das sollte gar nicht mal so verkehrt sein. Also gut, meine Freunde, das war ein Let's Play Shadow of the Tomb Raider für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.